Und weiter geht's mit Star Wars Battlefront 2, der Kampagne. Wir müssen jetzt mit Lando den General Versio festnehmen anscheinend. Der soll also hier sein. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir den finden. Den Vater von der Aiden. Die Anlage infiltrieren. Okay. Schau mal, was hat er denn da? Präzisionsschuss. Bis zum Gegner an. Okay. Präzisionsschuss, Deaktivator. Es geht los. Schnappen Sie rauf! Da sehen Sie nicht durch! Ausräuchern, General! Oh, war mir jetzt abgeschossen, Mensch. Blöden Kante da hängen geblieben. Eieiei. Still jetzt. Schütze!
das war's. So. Folgen Sie mir bitte. Erste Welle erledigt, Leute. Weiter geht's. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Imperium AT-ATs montiert. Da. Geklärt. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Jetzt sieht man starten. Steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Hey, würden Sie bitte. Der Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber oh, versuchen lustig zu sein. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Was? Und leben die Fabrik stehen. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach. Ja, das ist das Hauptkern. Dort können wir die Fabrik abschalten. Da müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Das dürfte normal nicht so schwer sein. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Gehen wir ein bisschen links rum. Gucken wir, dass hier nicht so viel rumgeistern. Okay, General ist auch down. Hey, wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschalten. Ah, jetzt ab, okay. Schalten wir ab, die Kacke. Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan.
Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Neuer Plan. Energie abschalten. Oh, hätte ich den ganzen Weg hier nochmal zurückrennen. Das hätte er gleich machen können. Verpasst den ganzen Spaß. Safe zu sein. Nein! Verpasst den ganzen Spaß. So, ist der General noch da? Der war doch hier irgendwo, oder? Lava-Systeme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katastrophale Überflutungen zu vermeiden. Hm.
Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Kommt ihr denn jetzt hier? Irgendwo von der Seite? Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Zurück hier. Bäh. Headshots verteilen hier. Jetzt muss ich aber mal schauen, irgendjemand von den Duden noch geschossen. Da. Pumpensystem sabotieren, okay. Lavapumpe bei 200%. Überflutung steht unmittelbar bevor. Problem gelöst. Wo? Wo muss ich hin? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Bleiben will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Achtung, gesamtes Personal. Die Lava-Verteilung steigt. Meine Fresse, warum geht denn das nicht?
Aber wie kommen denn hier noch, Mensch? Wenn ich Läufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Einen Ausgang schaffen. Was? Wie bitte? Okay. Ah. Der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Einige Knöpfe drücken? Ja, ich hab keine Zeit für sowas. Das sollte reichen. Hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Schrift treffen. Wo lang? Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken. Ah, da, so. Schrift, ich könnte dich küssen. Boah, Alter. Frau Schröber, ich werde fahren. Fahren, du wirst gehen. Das wird bestimmt lustig. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was die Missionsparate angeht. Alten! Sind Sie noch da? Ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Okay. Raketenwerfer. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Oma. Ich war sehr präzise, was die Missionsparate angeht. Alten! Alten, sind Sie noch da? Du bist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen.
sind wir am Ende. Toll. Jetzt hoffe ich mal, dass die Aiden gleich kommt. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ah, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Wow. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Del, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dell. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch leider schon wieder einen Cut an der Stelle. Schaut auf jeden Fall in die nächste Folge rein, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Luftkämpfe, alles drum und dran. Und wenn es euch dann gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr wollt, Leute. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer